Elefant Games. Fisch. Für den größten Spielgenuss bitte mit Ton spielen. Aber natürlich. Oh. Habt ihr das gesehen? Grimtails! Crimson Hollow Sammleredition. Wir wimmeln wieder. Ne, Fiona? Wir haben die ganze Zeit nicht gewimmelt. Wie Habt ihr siehst nicht du irgendwas zu aus? piepen? Was hast du auf dem Kopf? Wo sind deine Kopfhörer? Was? Ja, ich habe so Stöpseln, weil ich Was jetzt einen anderen Stöpsel? Hut auf habe. Andere nehmen Petersilie, um sich die Ohren so zu stopfen, aber der hat Stöpsel, schwarz. Oh. Du bist, das kannst du jetzt. Das muss rausgeschnitten werden, das Warum? kannst du nicht bringen. Ja, das kann ich gut Du bringen. bist ein Ferkel. Wir wollen heute mal wieder wimmeln. Grimtails, das ist der neunte, nee, der zehnte Teil. Den hat Kronk noch nicht mal gespielt. Und wir spielen den zusammen, ne, Fiona? Ja. Ja. Da habe ich auch Aber du musst dann noch richtig was Kronk erzählen. drauf. Du wolltest dann noch was erzählen. Was denn? Was ganz Tolles. Was denn? Es ist echt passiert. Nee, nichts verraten. Ich Was willst du verraten? bin entdeckt worden. Echt? Was wolltest du erzählen? Von Big Fish. Ach so, ja, von Big Fish. Die Stimmt, das da Big gemacht Fish. haben. Da war eine ganz Ja. liebe Frau. Genau. Und die hat gesagt, ich bin eine ganz tolle, aber einer immer hungrigen Maus. Und ich habe schon wieder nichts zu essen. Aber das, ganz lieb war die. Noch nicht. Erzähl erst weiter. Jetzt habe ich es vergessen. Was hast du vergessen? Dass die nette Frau uns ein Geschenk gemacht hat? Ja, nee, das habe ich. Ich habe vergessen, was ich erzählen Ach wollte. so. Genau. Die hat Erzähl uns ein noch. Geschenk gemacht. Die hat uns einen Code geschickt für Grimtails. Das, was wir jetzt spielen, das durften wir uns aussuchen. Und darum spielen wir jetzt von Big Fish ein neues Wimmelbildspiel mit Grimtails. Und zwar den 10. Teil schon. Und jetzt Genau. kriege ich die Schnecke. Crimson Hollow heißt er. Und sie wackelt irgendwie an der Tür, die gute mit dem Leuchter. Wer ist sie denn jetzt? Die Tote da rechts im Bild? Oder die links im Bild? Oh, lecker Schnecke. Möchtest du ein Stück? Ich Aber will die erstmal nur ein ganze. kleines. Erstmal nur eins. Bringt ihn lecker. Ja, die sind lecker. So schön aufgegessen. So, du isst das ja gar nicht. Das gibst du ja auch für später, ne? Für Peter. Ah, warum fackelt sie so an der Tür? Ja, wir spielen jetzt Grimtails, die Sammleredition natürlich. Und das sieht schon mal ganz toll aus, finde ich. Und der Sound ist gut und eigentlich ganz gut alles. Da geht's los. Hast du fertig? Voll, aber das geht jetzt schon. Okay. Warte mal eben. Hast dich wieder nicht gekämmt. Ja, ich habe einen anderen Hut auf. Ich dachte, ich ziehe mal einen anderen. Ich habe da mehrere Mützen und Hüte und ich mag die ja. Und ja, dann, ich habe dich schon mal eingerichtet. Profil wechseln. Nehmen wir mal Fiona. Dann wollen wir Optionen erstmal gucken. Vollbild, Breitbild, Eigenzeiger, Spezialeffekte. Breitbild. Nee, Breitbild ist ganz blöd. Schwierigkeit machen wir wie immer Normal nicht. normal. Ich weiß also nicht, worum das hier geht. Ja gut, die Grimtail-Serie kennt ihr ja wahrscheinlich. Aber den 10. Teil. Wollen wir mal schauen, ne? Spielen wir mal. Ja, spielen wir mal. Hey, das habe ich noch gerade ausgewählt. So, jetzt kommt bestimmt der Film. I've had no luck finding any members of the Gray family. Jetzt mitlesen. I haven't had any clients either. I never thought I'd miss my constant family drama. But here I am.
Also. Ja, sie denn? Ich bin also jetzt Anna Gray. Also ich bin Anna Gray. Du bist das am besten, ne? Ich bin Anna Gray. So, wir haben ich hab eine Augenklappe. Wir haben Tipps, wir haben eine Uhr, wir haben ein Inhaltsverzeichnis. Hm. Was? Nam. Lecker, ne? Ja. Siehst du? Dann haben wir eine Frau mit einem ganz komischen Hut auf. Dann haben wir Lampen, die verkehrt rumhängen. Dann haben wir... Wir können ja erstmal hier alles absuchen mit der Lupe. Greetings, Anna Gray. Na gut. I am Rosette Darkwood, Headmistress of the Darkwood Manor School for Girls. Das ist also die Rosette. Rosette Dunkelholz. Die Direktorin des Dunkelholz-Internats für Mädchen. Fortfahren. One of my students, Stacy Gray, has gone missing, though I believe I may know who took her. Eine meiner Schülerinnen, Stacy Gray, wird vermisst, aber ich glaube, ich weiß, wer dahinter steckt. Immer diese Grays. Ich sollte eigentlich eine andere, ja, wie immer, ne? Ja. You see, Stacy wasn't the first to disappear, and each of the missing girls was last seen visiting a man named Dorian Black. Stacy ist nämlich nicht die erste, die verschwunden ist, und alle der vermissten Mädchen wurden zuletzt mit einem Mann namens Dorian Black gesehen. Also nicht Dorian Gray, ne? Den kennt ihr ja vielleicht. Die Geschichte da, die alte, mit dem Typen im Bild und so. Das ist jetzt Dorian Black. I naturally went to the police, but they were no help. I suspect he's bribing them. That's why I've come to you. Ja, natürlich ging ich zur Polizei, aber geholfen wurde mir nicht. Dort nicht. Ich vermute, dass er sie besticht. Wen? Ach so, die Polizei. Deswegen komme ich zu Ihnen. Mich hat er doch auch bestochen. Here is the evidence I've collected so far. I must return to my students. Keep this between us. Would you, Miss Gray? Warte mal. Das sind die Beweise, die ich bisher gesammelt habe. Ich muss nun zu meinen Schülerinnen zurückkehren und ich verlasse mich natürlich auf ihre Diskretion, Miss Gray. Hey, bleib hier! Wir haben noch gar nicht über die Konditionen gesprochen. Und über die Bezahlung! Guck mal! Hast du gesehen? Hä? Die hat sich weggebeamt oder so. Oh. Dann suche ich mal die Informationen, die mir die Rosette gegeben hat. Aber es ist keine Vampirin! Die alte Rosette. Ich brauchte erstmal meine Brille. Wer ist das denn? Mein Detektivbüro zu eröffnen war nicht leicht, aber ich habe es geschafft. Cool. Da wollte ich erstmal gucken. Passwort eingeben. Ich habe das Passwort vergessen, aber ich habe doch irgendwo hier in der Nähe einen Hinweis versteckt. Ach, das kenne ich. Hast du gesehen? Nein. Die kleine Rauchwolke da? Normal. Die ist ja jetzt kaputt. Vielleicht befindet sich etwas Nützliches im Rekorder. Ich sollte ihn auseinandernehmen. Ja. Da braucht man. Ich habe den angemacht, da kam nur eine schwarze Rauchwolke raus. Was nützt sich jetzt in dem Rekorder? Das könnte eine Kassette sein. Ja, oder Schrauben. Was ist ein das? Kleines Motörchen. Ich wollte erstmal alles angucken, bevor ich in die Unterlagen schaue. Ja, hast bestimmt den Zettel unter den Blumen gestellt. Ach, guck mal, was da liegt. Ein Schraubendreher. Ah, schön. Nee, Dietrich. Aha. Aha. Oh, guck mal, ein Brieföffner. Ein Messer. Ne, Brieföffner. Die Lampentasche? Taschenlampe? Ich habe doch neue Batterien für die Taschenlampe gekauft, aber wo habe ich sie nur gelassen? Dieses Mädel ist ganz schön vergesslich, ne? Die andere Kriege. Das kenne ich. Ja. Das kennst du, ne? Ja. Okay. Wo ist das Kabel? Welches Kabel? Das, was du eben gesucht hast. Was war das? Ah! Ah! Bildschirmschonersammlung. Oh, wie geil. Bildschirmschonersammlung? Ja, wo hast du da drauf so geklickt? Ja, da kann man wieder so Sachen finden. Aha. Ich telefoniere mal. Mit dem Ding? Sieht ja toll aus. Vielleicht aber sollte man erstmal den Hörer abnehmen. Was ist da oben? Eine Lampe. Lampe. Spinnenweben. Guck mal, wie dick die schon sind. Voll gestaubt. Also die alte war schon lange nicht mehr hier, glaube ich. Da ist noch was. Nee, ja, das ist das Gleiche. Da ist die Spinne! Hier ist eine Fliege. Eine Fliege.
Ja, dann haben wir hier das Schild, dann haben wir hier einen Schrank. Passwort Nachlass. Aha. Der Riegel ist schon wieder kaputt, aber wenn ich das Ersatzteil finde, kann ich ihn reparieren. Das ist wahrscheinlich im Kassettenrekorder drin. Mal schauen. Aha. Sollen wir erst aufschrauben oder erst Passwort? Erst Passwort. Nachlass. Ich habe das Passwort vergessen, aber ich kann es ja mal daran kleben. Du musst natürlich den Zettel erstmal daran kleben an Bildschirm. Ja, natürlich, sonst kannst du das doch nicht lesen. Was ist das denn? Nun sollte ich Notizen mit ein paar Informationen aus dem Internet vergleichen. Welche Notizen? Ja, die habe ich ja noch nicht gelesen. Deswegen ja, dann kannst du jetzt hier aufschrauben. Nein. Das ist ein Dietrichkeitsschraubenzieher. Ach so, ja. Das ist ein Brieföffner, kein Kassettenöffner. Also sollten wir doch erstmal hier reingucken, ne? Ja. Oh. Na gut. Dafür hast du einen Brieföffner. Das ist richtig. Ach du. Ja, natürlich. Noch ein Wimmelbild. Oh, geil. Wimmelbild. Wimmelbild auf dem eigenen Schreibtisch. Das ist toll. Was kann ich hier da grinsen? Das kann ich hier auch machen. Hallo. Ne? Sieht aus wie Papier. Grinsen-Hollo. Grinsen-Hollo. Das ist in der Mitte der Zettel da. Da, ne? Ja. Genau. Mord? Vielleicht der Blutfleck da unten auf der linken Seite? Nee. Nee, da bin ich rausgegangen. Aber du weißt, was ich meinte. Rosette. Mord. Wo ist die alte Rosette? Rosette Darkwood. Oh, das ist ja jetzt da. Das war die Rosette. Dann brauchen wir eine Polizeimordinternat. Das ist wahrscheinlich... Achso, nee, das war irgendwas anderes. Viele Anwesen außerhalb Doria. Der Stadt verbergen schreckliche Geheimnisse. Wer weiß, Leichen dort begraben sind. Guck mal, ganz oben ist ein Bild von Dorian. Sollen wir das auch haben? Ja. Und Stacy wahrscheinlich auch, ne? Nee, das bin ich. Ach, bist du hübscher. Sie war verändert. Bin ich das? Nee, das ist die Tochter. Die wird gesucht. Die das ist die wird. Vermisste. Aber das ist auch kein Wunder. Dann nehmen wir mal die Lupe. Polizei. Wo ist der? Hier kommen so viele Fliegen an. Das ist eklig. Ja, Polizei, da ist eine Marke. Da hast du eine Brille. Boah, was du alles weißt. Mord ist bestimmt Gift. Nee. Nee, aber das Messer vielleicht. Das Messer. Gut. Ja. Blutroter Was steht da? Schnee. Blutroter Schnee. Ist das irgendwie anders, ne, als sonst? Da könnte das vielleicht den einen mit der Hand drauf sein? Wo denn? Da? Das Bild? Nee, das war was anderes. Das war blutroter Schnee. Das war blutroter Schnee? Aha. Internat. Das Internat. Guck mal. Da ist ein Internatsausweis. Wo? Mittendrin in Rot unter der Kette. Boah, die ist gut, ne? Spinnennetz. Das habe ich gesehen, das war da. Braut. Eine Braut. Sie ist doch eine Braut. Nein. Nimm mal die Ringe da oben. Ja. Was hier alles weiß. Da muss man ja um die Ecken denken. Berühmter Richter. Berühmter Richter. Berühmter Richter. Berühmter Richter. Geht mal auf das Haus, auf das Bild vom Haus. Nein, das geht nicht. Berühmter Richter. Hier. Ja, schwarze Witwe, das ist die Spinne. Das ist die Spinne. Ein Anwesen. Das ist das Anwesen. Nein, das ist das Anwesen. Nein. Eine rote Rose, das ist an der Kette, das bestimmt. Untersuchung. Untersuchung. Anwesen. Da ist eine Lupe. Ja. Hast recht. Die Blacks. Die Blacks. Die Blacks. Das waren die Blacks. Organisation. Da ist der Zettel da oben. Da steht Organisation. Nee, nicht der in der Mitte. Da. Hab ich gar nicht hingeguckt. Anwesen. Ach, da drunter steht Anwesen. Guck mal. Geh mal mit der raus. Da ist auch fett geschrieben. Ah, wir haben was. Gut gemacht. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Das ist gut gemacht. Na, toll gemacht. Aufgabe. Suche nach genauen Informationen zum Fall Internet. Packe einen Koffer mit Dingen, die du für die Untersuchung benötigst. Nimm den Schädel aus dem Tresor. Was hat die denn in ihrem Tresor? Oskar, versteck dich! Und wo ist der Tresor? Den müssen wir noch finden. Start den Wagen und reise nach Crimson Peak. Crimson Hollow. Ich glaube, der Tresor ist da hinten in dem Schrank, den du nicht aufbekommen hast. Ja, aber... Dann aber haben jetzt... wir doch den Dietrich. Nee.
Aber wir können erst mal im Internet gucken. Guck erst mal im Internet und lies doch mal den Zettel da. Ja, der hatte ich ja gerade. Das war der doch. Ach so. So. Das war deine... Mal recherchieren. Ich muss den Browser öffnen und Informationen über diesen Fall finden. Ich muss das einfach. Internet. Da unten steht Internet. Ey, guck mal hier, kann man die anderen Spiele spielen. Die hat sie hier auf dem Desktop. Das ist ja geil. Meine frühen Abenteuer wurden in verschiedene interessante Videospiele umgewandelt. Das ist ja süß. Das finde ich ja geil. Haben die gut gemacht. Also, ich war abgelenkt. Tja. Ich muss mir über den Bitze. Ich muss mir über den Kannst du das mal vorlesen? Ich muss mehr über den Besitzer des Anwesens in Erfahrung bringen und herausfinden, wo er steckt. Ich glaube, irgendwie gibt es dazu eine. Gibt es da eine Assoziation zu Blut. Was war das gleich? Eine Assoziation? Ich habe zu wenig Lakritz gegessen, kann ich besser lesen. Oh ja, ich auch, deswegen. Ich kann jetzt auch gar nicht sprechen, weil ich... Ah. Au! Wir sollen jetzt so Kombinationen finden. Also Blut. Assoziation zu Blut. Rote Rose. Mord. Mord. Ich tippe auf Mord. Oder blutroter Schnee. Ich weiß nicht, ob das richtig. Rote Rose vielleicht. Mord, blutroter Schnee, rote Rose. Super. Okay. Was war für eine blöde Suchmaschine? Teilen also, Sie die ein, ich habe nur noch eine. Die rote Rose. Die rote Rose, nimm mal weg. Kann ich das wieder wegmachen? Ja. Ist also alles falsch. Ich würde mal sagen, wir nehmen Internat. Ne, warte mal. Ich muss mir bei dem Besitzer als Anwesen Erfahrung bringen und herausfinden, wo er steckt. Ich glaube, irgendwie gibt es eine Assoziation zu Blut. Stiller Tod. Mord und blutroter Schnee. Das hatten wir schon, blutroter Schnee. Ja, aber rote Rose ist falsch. Warum? Hat nichts mit Blut zu tun. Mord? Es sei denn, du piekst dich. Was noch? Stiller Tod. Ich hab doch auch gegessen. Ist alles falsch. Hat er auch alles angemackert. Ich glaube, du musst in jeder Spalte eins finden, denke ich mal. Dorian Braut und die Plex. Aha. Aha. Nein. Ah, Dorian ist richtig. Internat und Mädchen. Nein, ich glaube, du musst aus jeder Spalte eins aussuchen. Nimm mal. Anwesend. Anwesend. Crimson Hollow. Crimson Hollow. Aber Anwesend steht doch da schon. Eben. Du bist Besitzer, gut. Anwesen und so ja, weiter. Bla bla. Jetzt vorlesen. Dorian Black erbt das riesige Vermögen seiner Familie. Er lebt auf seinem Anwesen Crimson Hollow. Der ungewöhnliche Name geht auf besondere Schneeglöckchen zurück, die blutrote Knospen tragen. Dorian lebt äußerst zurückgezogen und erscheint nur selten bei gesellschaftlichen Veranstaltungen. Aber Schneeglöckchen sind doch weiß. Aha. Das sind auch Bilder. So sieht er aus. Gut, das haben wir geschafft. Ich sollte mehr über meine Klientin herausfinden. Es scheint, als würde sie nicht nur das Internat, sondern auch einen geheimen Club leiten. Also, dann klick mal an. Rosette Darkwood. Organisation und Internat. Nein, eben nicht. Ja, vielleicht doch.
Nee. Internat ist falsch. Mach mal. Internat ist richtig. Organisation. Dann mach mal schwarze Witwe. Warum schwarze Witwe? Wo weißt du sowas? Ich bin ein intelligentes Mäuschen. Rosette Darkwood ist die Direktorin. Weißt du? Rosette Darkwood ist die Direktorin eines privaten Mädcheninternats. Gerüchten zufolge ist Rosette auch die Anführerin der Schwarzen Witwe, einer geheimen Organisation für die besten Schülerinnen des Internats. Mhm. Also so Elite-Club. Ja, aber den nennt man doch die Schwarze Witwe. Ja, guck mal hier, das sind ja alle schwarze Witwen. Wow. Boah, das sieht aber irgendwie... Das ist nicht schlecht, ne? Mit Nein, der Maske. Das ist gut. Mal gucken, was jetzt dran ist. Ich habe vom Tod mehrerer junger Bräute gehört. Die Polizei hat den Fall aus Mangel an Beweisen geschlossen. So, Braut. Mord. Mädchen. Nee, Untersuchung. Polizei. Untersuchung? Polizei. Oder ja, Polizei. Mädchen. Ach so. Ja. Ja, doch. Untersuchung, wa? Ah, okay, das ist Untersuchung. Also Braut und Mord. Da! Der Fall von Doria Blacks vermisster Verlobten löste einen Skandal aus. Kurz vor der Hochzeit verschwand sie spurlos. Bei der Untersuchung von Dorians Verwicklung in den Fall konnten keine Beweise gefunden werden. Er wurde entlastet. Na. Ma. Da war der also schon mal verlobt? Tja. So. Ah, Mietzekatze. Ach, den Koffer sollst du packen. Du sollst den Koffer packen. Wollen wir jetzt den Koffer packen? Wir müssen erstmal den Müll da rausholen, glaube ich. Doch, das ist schon fertig. Bild. Was packen wir denn da mal rein? Das Schild. Die Brille. Nee. Dann guck doch mal in den Koffer. Du musst erstmal in den Koffer. Was. Ach so. Das müssen wir noch aufmachen. Wir haben keinen Schraubenzieher. Batterien. Was stand da? Hä? Die Batterien. Da hatte ich die doch sind aufgeklickt. Bestimmt. Ach nee, das ist der Wagen, ne? Ja. Bestimmt. Wo die Schlüssel sind. Da war was. Ach so, da kann ich immer noch telefonieren. Doch mal gehen wir mal. Was soll ich? In den Koffer gucken! Da kann ich nicht reingucken. Wo kann man reingucken? Kannst du reingucken? Da kann man reingucken! Da kriegen wir ein Dolch, ein Elefantenbolzen. Den brauchen wir für den Schrank. Wir bekommen Streichhölzer. Ich dachte, wir sollten Koffer packen und nicht auspacken. Naja, stell dich mal nicht so an. Aus Weiß und den Autoschlüssel. So, jetzt haben wir... Aber der Koffer, guck dir mal an, ne? Ja, der ist schick. So, das musst du jetzt da rein. Da muss ein Schraubendreher rein, da muss der Dietrich rein. Dietrich kannst schon mal rein, und da ist die Taschenlampe. Ich hab den nicht mehr. Doch, hab ich da. So. Der macht aber Geräusche, wenn man da rein tut. So ein Riesenkoffer für die drei Teile. Ach nee, das ist eine Taschenlampe, ne? Ja. Das ist kein Weinglas. Nein, das ist kein Weinglas. Dann gehen wir mal raus. Achso, ich soll zuerst etwas aus dem Tresor nehmen und den Wagen starten, bevor ich mein Büro verlasse. Okay, wir brauchen den Elefanten. Stecken wir da rein, machen den Schrank rauf, kriegen ein Zahnrad. Einen Schraubendreher! Eine Batterie. Und einen Tresor! Karte am Schalter einsetzen. Karte? Ja. Welche Karte? Da ist ein Karten. Wo? Nee. Nein. Karte. Das ist eine Karte. Ich brauche meine Zugangskarte, um dieses Schloss zu öffnen. Okay, sie ist bestimmt rund. Hast du auch so ein Schloss in deinem Schrank?
Ich habe hier noch nicht mal einen Schrank. Oh, wir sind aber schon am Ende dieser Folge und was in dem dahinter sich verbirgt und in dem Kassettenrekord erfahren wir das nächste Mal. Genau. Und nochmal Dankeschön an Big Fish. Genau, vielen Dank. Tschüss.